und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es weiter mit dem Journal. Und ja, da gucken wir mal, was wir machen. So wirklich weiß ich es noch nicht. Ich habe mir so ein bisschen was rausgesucht. Das habe ich mir hergelegt. Was heißt rausgesucht? Das lag hier so auf dem Tisch rum. Okay, wir nehmen mal erstmal eine Doppelseite raus, weil so macht es ja keinen Sinn, wenn das da so drin ist. So. Dann können wir das erstmal zur Seite packen. Lege ich dorthin und dann haben wir hier einmal unsere Doppelseite. Ja, was habe ich mir hier rausgesucht? Also ich hatte hier so ein bisschen was oder habe hier ein bisschen was auf dem Schreibtisch liegen. Einmal diese Sachen. Sollten ja eigentlich fürs Frühlingsalbum sein. Wir gucken mal. Dann hatte ich die hier noch liegen. Und ja, ich habe hier lauter so Kleinkram noch. Diese Seiten, das hier. Ja, da möchte ich einfach mal gucken, ob wir was... Moment, ich muss mal nach hier hinten greifen, ob wir was damit machen können. Und das hier habe ich auch noch. Und ich denke, da können wir bestimmt irgendwas Feines mitmachen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich lege mir hier mal ein bisschen was zusammen. Die Serviette hätte ich ja schon ganz gerne. Will ich jetzt so einen Rahmen da drin haben? Ich weiß es noch nicht. Jetzt habe ich zu viel Auswahl. So. Gucken wir mal. Die Herzchen finde ich ganz cool. Müssten wir mal was im Hintergrund bringen. So, die wollte ich eigentlich auch für andere Dinge nutzen. Ne? Und da habe ich mir jetzt überlegt, genau, weil da hatte ich ja gesagt, ich möchte das im Frühlingsalbum haben. Möchte ich auch immer noch. Nur möchte ich jetzt nicht mehr grün fahren, sondern wir werden die Farben, die Fadenfarbe, schweres Wort, egal. Die werde ich einmal ändern. Das heißt, wir könnten das wunderbar hier mit reinnehmen. Und dann habe ich hier noch diesen ganzen kleinen Kram. Ne? Ihr kennt es aus den Videos alles. Irgendwas ist immer da, was ich mit euch gemacht habe. Und irgendwann tauchen diese Sachen halt irgendwie auf. Und jetzt ist der Zeitpunkt. Ich habe einfach mal den Wuchs jetzt genommen und wir gucken mal. Ein bisschen viel durcheinander finde ich gerade. Und wenn ich diese Seite hier mit reinnehme, würde ich aber gerne einen Hintergrund mit draufbringen. Und da ist so die Überlegung, ob man dann lieber sowas mit im Hintergrund bringt, damit wir die Seite ja auch aufgreifen. Hätte ich denn da genug von? Naja, die Karten hier, warte mal, das nehmen wir mal raus. Das packe ich da hin. Das gehörte da eigentlich gar nicht mit rein. Ich habe hier zum Beispiel auch noch so Sachen mit Aquarellfarben, wo wir das eine oder andere getestet haben. Sowas werfe ich nicht weg. Das nutze ich dann immer dafür ganz gerne. Das kann funktionieren. Vielleicht funktioniert auch das hierfür. Oder? Nee, das ist zu quietschig, glaube ich. Das Lila da drin ist zu quietschig. Irgendwie finde ich die Serviette wunderschön. Ich mag auch das Papier. In der Regel kriege ich das gut verarbeitet. Aber momentan diese Serviette hier drauf kriege ich nicht weg. Ne? Also das ist so eine Sache. Bisschen planlos hier heute alles. Ich habe damit wieder angefangen. Ne? Das ist jedes Mal dasselbe. Wenn ich damit anfange, wird es planlos. So, ich würde, glaube ich, damit anfangen, dass ich erstmal hier von ein paar Papiere aufgebe. Wir machen das dann falsch herum. Einmal so, dass wir das hier gleich abschneiden. Und dann so. Ja, dann, dass wir uns eine Basis erstmal machen. So würde ich das jetzt vorschlagen. Ja, das finde ich ganz gut. Dafür brauche ich Kleber. Ja, das Papier ist blöd. Dafür muss ich Dingskleber nehmen. Aber wir können, guck mal, das Mischen Flüssigkleber und den Stift. Ich schaue nochmal. Diese Risskante hätte ich dann ganz gerne dort. Ja, und das Ganze natürlich ein Stückchen weiter hoch. Und dann können wir nämlich an der Seite schon mal Flüssigkleber aufgeben. Ich glaube, dass es auch so geht. Sollen wir es riskieren? Komm, wir riskieren. Ich probiere es gar nicht erst aus mit dem anderen. So, irgendwann fällt es eh ab. Hier noch ein bisschen Kleber drauf. So, wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Ich habe jetzt zu viel an der Seite, glaube ich, dran. Aber ist nicht schlimm. Okay. Einmal das hier drauf.
Und dann dasselbe hiermit. Machen wir dann aber so, würde ich sagen. Auch, dass wir hier so ein Stück noch mit abbekommen. Nicht, dass, ich mag das nicht, wenn das so akkurat ist mit der Buchseite am Ende. Guck mal, wir machen das einfach so. Geben wir hier schon mal auch was auf. Also so, dass man das direkt erkennt mit der Buchseite. Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Ah, ihr versteht mich. Doch, doch, ihr versteht mich. Ich bin davon überzeugt. So. Könnten wir vielleicht auch so lassen, je nachdem, was ich jetzt machen möchte. Dann könnte ich da noch was hinterschieben. Ja, wir lassen das mal. Wir lassen das mal. Nee. Ich habe jetzt ein paar Reste, aber die sind nicht groß genug. Nee, nee. Nee, nö. Nee, nö. So, wenn wir den drauf machen. Ja, und den machen wir da so drauf. Gebe ich hier auch nochmal den Kleber drauf. Wir werden dann neue Blätter machen. Ganz einfach. Ganz einfach. Einmal drauf. Und dann geben wir aber hier zumindest den Kleber drüber. Und dann hier nochmal. Okay. So. Ja, das ist Seite Nummer 1 sozusagen. Das mache ich jetzt mit der anderen Seite auch. Dann kann das schon mal antrocknen. Und wenn das getrocknet ist, und ich hoffe, es kommt nicht so viel Kleber durch, ansonsten kleben wir einfach was drüber, da sind wir ja gnadenlos, dann schnibbel ich das aus. Das lasse ich euch im Schnelldurchlauf laufen. So machen wir es. Sagen, wir machen direkt weiter. Ich glaube, das klebe ich hier noch mit hin. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Das machen wir aber noch. Muss auch nicht perfekt kleben. Ihr habt, glaube ich, gesehen, ich habe das alles nicht so perfekt hier drauf geklebt. Das ist okay für mich. So. Mag ich. Gut, ach, ich muss die Löcher noch machen. Das habe ich nicht gemacht. Brauche ich den? Das mache ich ja immer mit dem Einlochlocher. Was ein Wort. Den finde ich dafür am praktischsten. Ich glaube, ich habe es aber schon fast jedes Mal gesagt. Kann man natürlich auch mit einem ganz normalen Locher machen. Ist halt einfach nur für mich persönlich die praktischere Variante. Jo! Oh, das wird jetzt hier noch ein bisschen. Das muss ich gleich nochmal ankleben. Das kommt davon, wenn man da so rumdüdelt dran. Ne? Wenn ich das jetzt mache, macht es auch wenig Sinn, ne? Mal sehen. Mal sehen. So. Oh, oh. Oh, oh. Komm schon. Das muss gehen. Ein Stückchen noch so. Ja. Und nochmal. So, jetzt aber. Okay. Nochmal kurz andrücken. Naja, ob das jetzt was wird. Erstmal das weg, die beiden Seiten. Und dann können wir schon ans Dekorieren gehen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen gespannt. Wo ist denn jetzt mein Locher schon wieder da? Was ich da jetzt mache, ich möchte einmal an dieser Aufkleber. So, dann gucken wir uns die jetzt mal an. Was könnten wir eventuell. Das klebt hier zusammen. Das muss aber nicht sein. Was könnten wir denn hier eventuell hinmachen? Ja.
Das finde ich auch nicht schlecht hier. Das wird ja gleich so ein bisschen durchsichtig, deswegen finde ich das die Vögelchen. Die Piepmätze lasse ich mir auch mal draußen. Dann haben wir hier noch eine Uhr. Nee, die möchte ich nicht. Das Mädel eventuell. Was habe ich hier noch? Die Blume, das, nö. Ich verlinke euch natürlich alles unten wieder, was ich benutzt habe, falls da Fragen kommen sollten. Hier hätten wir nochmal einen Vogelkäfig. Den Totenkopf. Ach, nee, den finde ich so unpassend. So, okay, lassen wir erstmal das. Wir haben ja genug Auswahl erstmal, ne? Da würde ich sagen, da haben wir erstmal genug. Wenn wir denn doch? Wäre mal was. Nee, das passt nicht. Wäre mal was anderes, aber. Wir gucken mal, wir schauen mal. So, und ich habe das eigentlich noch, was ich auch gerne mit reingebracht hätte. Und wie ich gerade sagte, ich hätte gerne meine Serviette eigentlich auch hier drin. Aber das wird wieder nichts. Wenn wir hier einfach nur so ein Stückchen von nehmen. Gucken wir mal. Gut, nehmen wir da mal was raus. Gucken wir mal. Vielleicht ist das was, wenn wir da so ein bisschen nur von nehmen. Okay, so. Und dann könnte man das vielleicht einfach so ein bisschen distressen. Nehmen wir da die Hände aber auch nicht. Kann da wieder rein. So, Moment, alles wieder ein bisschen zurück hier. Dann vielleicht, ja, jetzt wird es doch was. Ja, vielleicht auch hier. Wir gucken erstmal. Nee. Grün. Ein bisschen Kontrast. Naja, Kontrast ist jetzt ein bisschen viel gesagt, ne? Aber. Nee, das Rosa war schon ganz okay, ja. Das so. Dann hätte ich hier die Herzchen, die dann auch dieses so Rosa ein bisschen wieder reinbringen. Guck mal, jetzt habe ich auch die Serviette da drin. Das war mir jetzt wirklich wichtig. Ja, bis hier hinten. Nein, nicht zu viel machen. Das kleben wir fest. Das klebe ich fest. Das kommt drauf. Das finde ich gut. So, einmal du. Oh, ich wollte es distressen. Naja, dann distressen wir es jetzt. Hinterher ist immer ein bisschen blöd. Richtige Farbe, ja. Sonst zu weiß einfach. Das ist zu viel des Guten. Ein bisschen muss es sich jetzt hier anpassen farblich. Ne? Also es geht ja sonst nicht. Wo kommen wir denn da hin? Okay, und dann darf das so da drüber, beziehungsweise das muss erst da drunter. Ja, das ist doch ein Deal, oder? Also ich finde, das ist ein super Deal. So werden wir uns hier gerade einig. Das ist auch immer eine schöne Erinnerung, dann weiß ich immer, weiß ich, aber dann ist das immer so, das habe ich mit euch gemeinsam irgendwo im Video gemacht und dann kann ich mir das hier immer mal angucken. Ich mag das ganz gerne. Ich finde das ganz schön. So, nehmen wir noch die Klebespur, die schon da ist. Perfekt. So, die wollte ich halt nicht nutzen, aber jetzt sind sie drin. Dann machen wir einfach neue und dann ist das doch auch gut. So, jetzt muss da oben was hin. Jetzt können wir damit weiterarbeiten eventuell. Finden wir das Mädel da gut? Ja, ist vielleicht ein bisschen viel los, ne? Ist ein bisschen viel los dann. Aber das darf auch mal sein. Das darf auch einfach mal sein, ne? Wenn wir das machen, wir nehmen das. So, und das ist das Schöne. Sind halt sehr durchsichtig. Halt wie Washi-Tape, ne? Das ist, so, dann einmal hier drauf. So. Einmal mein Falzbein. Das wird da auch so schön. So. Damit das nicht ganz so hell ist. Ein bisschen Farbe kriegt das Ganze. Und dann sieht das doch schon mal, ja, wie gewollt aus. Für mich. Joa. Jetzt müssen wir hier drüben dran. Das finde ich schon gut. Das finde ich wirklich schon gut. Das mag ich. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier könnte man, nehmen wir das mal nochmal runter, dieses grüne Teilchen vielleicht mit. Ich darf halt nicht zu sehr
Und hier würde ich jetzt ungern das drüber kleben, weil dann würde ich das wegmachen. Das heißt, dieses ganz lange passt nicht. Das hier wäre auch zu lang. Guck mal, da haben wir auf jeden Fall noch was fürs Frühlingsalbum. Ich lege das mal da hinten hin. Hier habe ich zwei kürzere. Das heißt, wir könnten, guck mal, das Grün. Ja, das Grün finde ich ganz cool. Das finde ich zu zart gerade. Das muss wieder weg. Aber das Grün fühle ich da. Doch, und den will ich irgendwie da drin haben. Hier unten vielleicht dann hin. Ich überlege gerade, Moment, wenn wir, geht das gut oder geht das nicht gut? Nur testen wir einfach mal. Ich glaube nicht, dass das, nee, das klappt nicht so schön. Na, das ist eine Endlos-Sache hier, ja. Ich will es halt nicht ganz kaputt machen. Kann ich dich irgendwie reißen, wenn ich das hier abmache wahrscheinlich? Was heißt wahrscheinlich? Garantiert sogar. So, wenn ich dann hingehe, so dass das halt nicht so gerade ist und dieser weiße Rand muss halt einfach weg. Das macht doch keinen Sinn. Wer macht denn sowas? So. Also, guck mal, dann ist das doch schon eine ganz andere Sache hier. Dann passt das doch viel, viel besser. Jetzt habe ich das alles an den Finger kleben. Das möchte ich auch nicht. So. Und dann machen wir das hier auch. Ja, hier habe ich noch ein bisschen. Das, wie gesagt, das Weiß hätte ich gerne weg. Das macht für mich gerade nicht so viel Sinn. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, warum es schon aufkleben und dann reiße ich den Rest. Nein, 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 nein. Dann hast du das da drauf, dann reißt du das Papier kaputt. Das kann alles passieren. Lassen wir das lieber. Lassen wir das. Machen wir das einfach nur so. Und so, ja. Auch bitte weg. Und jetzt nur noch da unten die Kante. Kriegen wir auch ab. Gar kein Thema. So, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel Klebekraft von diesem Sticker. Könnte passieren. Na? So, da ist er. Und dann darf er hierher. Okay, bitte. So. Vielleicht die Fädchen da. So, schön die Kanten. Okay, das mag ich. Das mag ich. Hier gibt es auch noch mal ein bisschen Farbe um die Nase. Nicht ganz zu viel, aber so ein bisschen, dass ich das einfach anpasse. Ich überlege gerade. Ja, das Weiß so ein bisschen raus. Auch okay. Ich muss das hier wegmachen, das stört mich. Und weg damit. So. Mit, ohne. Sieht schon cool aus, macht das Ganze ein bisschen wilder. Ich finde ich gerade, fühle ich heute irgendwie. Heute ist so ein Tag, da darf das. Da darf mehr. Da ist mehr, mehr. Und noch mehr, mehr. Wir können noch mehr. So, friede ich da schon wieder nach? Ach, manchmal. Aber das finde ich gut. Okay. So eine Zickzackkante ist auch immer gut. Warte, warte, warte. So, hier so. Ja, könnten wir machen, oder? Machen wir einfach. Machen wir einfach. Wir müssen, guck mal, das ist Resteverwertung. Okay. Und drauf. Und nur noch festkleben. Nur noch festkleben. So. Dann kommt der Kleber so ein bisschen durch. Aber irgendwie hat das auch so einen eigenen Charme gerade. Mag ich diesen Vogelkäfig noch. Das ist ein bisschen viel, ne? Ich habe gerade gesagt, mehr, es geht noch mehr, ne? Aber ich sollte das sein lassen. Es wird zu viel, glaube ich. Ja, nee, 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 warte, hör auf, warte, warte. Glitzer.
Glitzer ist auch immer cool. Wir hatten hier Gold drauf, dann machen wir doch auch hier so ein bisschen Gold mit bei. Ein bisschen, boah, wo machen wir das hin? Auf jeden Fall hier so ein bisschen auf bei dieser Herzchenkarte. Einfach nur so ein bisschen, habe ich gesagt, ne? Ein bisschen verteilen. Gar nicht so viel, aber schon so, dass wir es sehen. Mhm. Ordentlich was am Finger haben wir. Okay, hier runter nochmal. Vielleicht auch nochmal hier so ein bisschen mehr verteilen. Das finde ich sehr gut an diesem Kleber. Oder auch bei Skittles ist das sehr cool, dass man das so schön verteilen kann. Das passt doch ganz gut. Möchte ich das hier auch oder finde ich das dann zu viel eventuell? Naja, runternehmen geht nicht mehr danach, ne? Wenn drauf, dann drauf. So ein bisschen, ne? Heute ist ein Glitzertag. Heute darf es ein wenig glitzern. Und das Schöne ist halt, wenn man es selbst so ein bisschen in der Hand hat mit dem Glitzer und das nicht so vorgegeben ist, wie bei einigen Papieren, das mag ich nicht so gerne. Manchmal ist das ganz cool, aber naja, nicht immer. So, ja, doch, ich mag's. Soll ich aber auf jeden Fall ziehen, jetzt habe ich schon voll Tuch, sonst muss ich mir wieder ein Vorratspaket bestellen. Meine gehen langsam zur Neige. Doch, so finde ich, das ist wie gesagt sehr wild, sehr, sehr wild. Erstmal den Glitzer. Okay, so reicht. Aber irgendwie mag ich es. Irgendwie mag ich es. Der Vogelkäfig hier beschäftigt mich noch. Das Blatt muss bleiben. Will ich noch was drauf malen? Ich glaube nicht. Aber jetzt muss das erstmal alles trocknen. Also das ist zu groß jetzt noch. Wenn, dann hätte ich den Vogelkäfig und irgendwie fühle ich den da. Aber irgendwie finde ich den auch sehr, sehr viel. Ich lasse den mal liegen und gucke und überlege und gucke morgen früh nochmal drauf, ob ich den da haben möchte oder nicht. Oder sage dann morgen früh, was habe ich mir dabei nur gedacht. So mache ich das jetzt. Dann nehme ich den jetzt erstmal nochmal runter, gucke mir das nochmal an. Ich weiß noch nicht, lass ihn mal liegen. Ich überlege mir das. Ansonsten finde ich die Seite sehr gut. Ich mag die beiden Seiten. Das kann doch wieder nur ich noch haben. Es ist auch schon wieder etwas. Ich wollte das andrücken. Mhm. Gut, dass ich noch ein paar Tücher hier habe. So, haben wir das auch. Okay. Ich lasse die Finger davon. Besser ist das. Ich könnte noch Dings drauf machen. Glossy. Nein, wir machen kein Glossy mehr drauf. Es reicht, es ist gut, nicht zu viel. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Das bin ich. Da gucken wir mal. Vielleicht könnten wir hier ein kleines Teilchen dran hängen. Muss ich aber auch gucken, wenn es trocken ist, überlege ich mir, dann mache ich das dran, sodass das am Buch an der Seite so ein bisschen raushängen könnte, rein theoretisch. Überlege ich mir, ob ich da einen Charme dran mache. Okay, mache ich morgen früh das Überlegen. Ich schlafe immer gerne nochmal in der Nacht drüber. Das tue ich jetzt. Morgen früh gucke ich mir das nochmal an. Oder vielmehr morgen Mittag wahrscheinlich. Und ja, von daher würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.